kommt der Lenz. Aber nicht Siegfried, sondern Herr. Herr. Der ist zwar in Stuttgart. Und der ist dann später. Lenz Walde. Genau. Also, ne, das war in Kielesberg. Da hat er gewohnt. In Kielesberg. Ein Haus oben, fast ohne Fenster. Aber altes Haus. Und da hat er geschrieben. Und irgendwann mal ist der ausgewandert. Na, Minga. Nach München. Ich sag Minga, weil ich hab eine bayerische Frau. Ach ja. Ja, genau. Und ich sag immer so Sachen. Mai Oide. Mai Oide, ich sehe es. Und wenn sie anfangen zu reden, dann sagen sie, das bedeutet, ich verstehe genauso gut. Auf jeden Fall, dieser Herrmann, der hat ein Gedicht geschrieben. Weißt du, ich habe am Anfang gedacht, das ist gewidmet einem Esslinger, den es mal wage, der mit dem nackten Oberkörper und die Schäferhunde. Der Leser. Ja, genau. Der Geschäft. Nicht das Auge an der Dritte Wolf war ganz interessant, der Typ sind noch Millionäre, diese Besserne Baugeschäfte. Baugeschäfte? Ja, er zog durch Esslinger und sein Leiterwagen, seine Hunde. Er war auch ganz klein. Und das ist so ein bisschen der Typ, ja, der hier beschrieben wird. Der Einzelne. Das ist nämlich ein Rap. Dies artige Poet.